Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar haben wir wieder die Herausforderung Woche 7 heute. Und ich zeige euch in diesem Video, wo ihr die verschiedenen Spielfelder finden könnt, um ein Tor zu schießen. Ich weiß ganz genau, dass ihr so faule Menschen seid und es liebt, diese Videos zu sehen. Und ihr liebt es einfach, wenn ich diese Videos hochlade, damit ihr es einfacher habt, diese Herausforderung abzuschließen. Und ich zeige euch jetzt drei Plätze, wo ihr diese Fußballfelder finden könnt. Was ich sehr, sehr komisch finde, ist, dass sie alle links sind auf der Karte. Ich weiß nicht, ob rechts noch irgendein Fußballplatz kommen wird oder so. So ein Überraschungsupdate, aber ich glaube eher nicht bis jetzt. Also das erste Fußballfeld findet ihr oben bei Junk Junction, komplett neu wegen der WM jetzt. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, habt ihr auch wahrscheinlich schon einmal abgecheckt. Da könnt ihr auf jeden Fall ein Tor schießen. Dann könnt ihr da drunter bei Pleasant Park auf jeden Fall ein Tor schießen. Und etwas weiter runter, seht ihr auch auf der Karte, ist so eine kleine Halle. Da ist auch noch ein Fußballplatz und da könnt ihr auch noch ein Tor schießen. Also diese drei Möglichkeiten habt ihr, um ein Tor zu schießen. Und ich weiß ganz genau, dass es am Anfang jetzt hart sein wird und viele dahin fliegen werden. Aber wartet einfach einen Tag oder zwei Tage ab und macht diese Herausforderung. Dann könnt ihr ganz einfach endlich den Blockbuster-Skin haben und der wird auf jeden Fall mega nice. Also ich freue mich schon hardcore auf den. Ich werde heute Abend nochmal ein Video zu dem Blockbuster-Skin hochladen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und um auf dem neuesten Stand zu bleiben, definitiv ein Abo dalassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr direkt eine Benachrichtigung bekommt, falls ich mal ein Video hochlade. Weil die Abo-Box in letzter Zeit wieder sehr, sehr oft spinnt und ich bin es leid, das jedes Mal zu erwähnen, aber ich muss es leider, weil sonst die Leute die Glocke nicht aktivieren würden und meine Videos würden nicht angezeigt. Das nervt mich hardcore, aber ich komme da nicht drum herum, es tut mir leider leid, aber ansonsten, ja, checkt es auf jeden Fall aus und ansonsten sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.